Ja, servus, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum zweiten Theorie-Teil am selben Tag. Ich habe mir gedacht, nach meiner Abmoderation vom ersten Video kann ich das nicht so einfach stehen lassen. Ich muss ja noch da einen Teil nachschießen, weil ich meine, ich bin ja grundsätzlich schon für die Straßenbahnen. Also, die mag ich ein wenig lieber, aber die Busse gehen natürlich auch nicht ganz vorbei. Drum, und ich weiß, vielleicht viele haben ja meinen Kanal abonniert, nur um die Busse zu sehen. Und darum gibt es jetzt noch da einen kleinen Nachtrag. Ja, in Linz gibt es ja seit 1928 Busse, seit 1944 dann die O-Busse. Jetzt dabei haben wir im Betrieb Erdgasbusse, Hybridbusse und Doppelgelenksbusse, die sogenannten O-Busse. Genau, dieses Profilbild habe ich gewählt, weil es irrsinnig schön finde. Der Mann, der da gerade einsteigt, den kenne ich zwar nicht, aber ich finde, der passt sehr gut da ins Foto rein. Das ist damals noch beim Chemiepark gewesen. Ja, und dann fangen wir schon an mit der Präsentation. Also, der derzeitige Wagenbestand. Es gibt jetzt noch 14 Citaros, also Mercedes-Busse, Erdgasbusse. Von den ursprünglich 88 sind ja 74 schon weggekommen, teilweise verkauft, teilweise verschrottet, teilweise weiß man gar nicht, was mit denen passiert ist. 14 von der Nummer 359 bis 374 gibt es noch. Also eigentlich sind es gerade 15, aber wurscht. Diese sind nach Linz gekommen mit einem Lieferdatum von 5 Jahren. Also 2007 bis 2012 sind die halt nach Linz gekommen. Jetzt gibt es schon 72 Hybridbusse von den Nummern 101 bis 160 und die Solo-Busse von den Nummern 421 bis 432. Und dann gibt es noch die Van Hool O-Busse, 20 Stück davon, die auf den Linien 41, 43, 45 und 46 herumkurven, von der Nummer 201 bis 220. Und damals war ja so, das mit den O-Busse, also vom derzeitigen Stand, war das immer eine sehr große Diskussion, weil früher hat es geheißen, ein O-Bus darf nicht länger als 18,75 Meter lang sein. Und wir in Linz haben eine Ausnahmegenehmigung, dass wir halt eben diese 24 Meter Garnituren fahren dürfen. Ja, ich finde alle drei vom Design her sehr gelungen, aber man munkelt, dass jetzt dann die Erdgasbusse bald noch in der ersten Jahreshälfte 2024 verschwinden werden. Ja, aber wie jetzt einmal ganz anders angefangen von früher aus? Wie hat das Ganze angefangen? Früher hat es eigentlich nur zwei O-Buslinien gegeben, die Linie O1 und die Linie O2. Dahinter, hinter der Linie O1, verbirgt sich die heutige Linie 41 und hinter der Linie O2 verbirgt sich die heutige Linie 45. Der erste Betrieb, wie gesagt, war im Jahr 1944. Damals haben die Busse so ausgesehen. Also das untere Bild ist von mir, das obere Bild ist grandios ausgekopiert aus dem Internet. Damals ist die Linie vom Hessenplatz bis St. Martin nur gefahren. Vorerst waren es halt diese Busse, da hat es sowas wie O-Busse noch gar nicht gegeben. Dann 1944, wir können uns leider alle daran erinnern, also natürlich, wir haben noch gelebt zu der Zeit, glaube ich auch da, aber leider können wir uns daran erinnern, es war der Zweite Weltkrieg und damals ist noch viel beschädigt worden, auch unter anderem eine Oberleitung. Und ja, danach hat der ganze Betrieb erstmal wieder hergerichtet und aufgenommen werden müssen. Das ist dann halt eben in den nächsten Jahren passiert. 1949 ist dann sogar die Linie verlängert worden, Garnisonstraße bis Froschberg. Es war sogar mal in der Planung, dass man auf die O-Busse ganz verzichtet und dass man gesagt hat, da wo jetzt die 46er Linie aufhirscht und Froschberg, dass man da eine Straßenbahnlinie aufbaut. Ist aber nicht gegangen, weil der Berg hat eine 10%ige Steigung und das hätte eine Straßenbahn nie geschafft. Darum hat man sich da eben Busse angeschafft, die diese Steigung ohne Hindernis überwinden können. Ja, dann haben wir noch da ein paar Meilensteine. 1963 Verlängerung bis Stadtfriedhof und 1997 die Verlängerung bis zur Bandwiese. Das sind halt eben die heutigen Linien 43 und 41. Dort früher auch immer wieder etappenweise Erweiterungen gegeben. Früher sind es zum Beispiel nur bis zum Neupeint gefahren. Also
Darüber hinaus hat man es eigentlich noch nie so wirklich gekannt, dass jetzt mal wirklich bis zur Beinwiese fahren kann. Also es ist noch relativ neu für, ja, für vorige Verhältnisse. War es einfach ein Wahnsinn, dass du durch die ganze Stadt reisen kannst mit den Bussen. Ja, und dann habe ich mir da noch eine Folie zusammengeschrieben, weitere Informationen ohne Bild. Ui, das wird jetzt aber starker Theorieteil werden. Da haben wir noch ein bisschen Informationen. Zum Beispiel hat es eine frühere Busremise gegeben, die war in St. Martin, ist 2006 abgerissen worden, hat halt eben gedient für Busse, die dort gefahren sind. Und was ich jetzt da nicht dazu geschrieben habe, früher waren Verstärkerzeit war, also die Stoßzeit, dann hat man die Verstärkerbussen halt diese Busse eingesetzt. Es war nicht alles mit O-Bussen besetzt, sondern man hat sich da immer wieder geholfen. So wie es auch heute ist, zum Beispiel auf der Linie 45, 46, es ist auch oft sehbar, dass man da einen Erdgasbus oder Hybridbus erwischt. Ja, dann habe ich das Dokument nochmal aufgeschlagen, nämlich die Straßenbahnlinie M. Das ist mit einer der Linien, die am meisten verändert worden ist. Die Modertstraße, die ist ja früher da verkehrt, Waldeckstraße, Weißenwolfstraße, Weingersthofstraße. Ja, und dann hat man gesagt, die Linie, halt das, falsch. So, wo bin ich? Genau. So, die Straßenbahnlinie M, die braucht man nicht mehr. Dann hat es geheißen, sie wird durch einen Bus ersetzt, heißt dann Buslinie M. Dann haben wir gesagt, naja, eigentlich müssen wir von diesen ganzen Buchstabenlinien wegkommen, machen wir eine Ziffernlinie draus. Dann war es die Linie 20. Und erst, wie es zum Hafen verlängert wurde, also die heutige Linie 46, ist die Linie 21 geworden. Ist eigentlich sehr lange geblieben, bis 21 einmal, das unten habe ich es eh geschrieben. Mit der Verlängerung auf den Froschberg und im Hafen ist 21 zu 46 geworden. Ja, dann habe ich da noch ein bisschen Meilensteine aufgeschrieben. 69 war der erste Fahrscheinautomat bei der Hatschekstraße, habe ich selber gar nicht gewusst, habe ich alles recherchiert für euch natürlich. Haha. Dann 1972 dann die ersten elektrischen Fahrkartenautomaten. Ich kann mich noch erinnern. Früher hat es ja nur drei Karten gegeben, also erstens einmal Maxi, so wie ich heiße, Midi und Mini. Jetzt gibt es ja schon Wochenticket, Monatsticket, keine Ahnung was. Da muss ich übrigens ja noch ein Video machen zum Ticketautomaten, haha. Aber jedenfalls, ich glaube, zu meinen Einstiegszeiten, wie ich richtig in die Straßenbahn-Buszeit eingekommen bin, hat die Vorkarten 3,80 gekostet, die Maxi oder 3,60 überhaupt nur. Also es war derartig billig. Und heute zahlst du schon 5 Euro und noch mehr. Also ist ja Wahnsinn. Die Inflation geht dahin. Ja, und dann haben wir 1971, 1972 die erste Haltemundstraßen gehabt. Auch die ersten Anzeigen und auch Ansagen. Übrigens, weil ich da gerade ist, Haltestellen Ansagen. Vielleicht hat es wer schon mitbekommen. Linie 150 jetzt. Die Stadtbuslinien gibt es ja jetzt auch. Die werden schon teilweise von einem anderen Sprecher besprochen, weil der derzeitige, den man in allen Anzeigen hört, der geht dann in Pension oder ist schon in Pension. Darum werden die jetzt anders besprochen, also mit einer anderen Stimme. Ja, genau, die Stadtbuslinien habe ich jetzt da ein bisschen außer Acht gelassen bei meiner Präsentation, aber die haben sich auch im Laufe der Jahre ein wenig ausgebreitet. Nicht nur, dass man im Stadtinneren fährt, sondern auch die einzelnen Viertel abdeckt. Ja, was habe ich nur geschrieben? Linie 45 wurde von der Goethekreuzung auf die Motorstraße verlegt. Genau, das ist natürlich auch noch sowas. Die Oberleitungen, die durch linienbedingten Änderungen nicht mehr benutzt werden, die sind entweder ja, weggekommen, abgerissen worden. Oder zum Beispiel gibt es noch eine Oberleitung bei der Goethekreuzung. Da fährt eigentlich auch kein O-Bus mehr, aber diese wird noch benutzt, waren halt O-Busse vom Hauptbahnhof in die Garage fahren oder umgekehrt. Ja, genau. Und eigentlich kann man sagen, weil ich vorher gesagt habe, Linie 21 ist gleich 46. Die 21er Linie ist früher beim Märzenkeller vorbeigefahren, auch am Bunker. Und das ist so ziemlich die einzige Haltestelle, die im Linzer Verkehrsnetz ersatzlos aufgelassen wurde. Ja, weil ich vorher schon gesagt, das sind voll viele Haltestellen, die haben halt entweder in Standards gewechselt, weil es halt eben besser platzierter Platz ist.
Aber so ganz ersatzlos ist eigentlich nur die Haltestelle aufgelassen worden. Ja, und apropos, sind wir wieder bei den Haltestellen, haben auch viele Haltestellen ihren Namen gewechselt. Zum Beispiel die Wattstraße, wie man es kennt aus der Linie 43, hat früher geheißen Haas oder Bergmann. Die Ziegeleistraße, Leondinger Straße, der Mariendom, Neuer Dom, an die kann mich nur erinnern. In der Neupaint nur Neupaint, Pürnbahnbrücke, Pürnbahn, Hanostraße, Solo AG, die weiß ich gar nicht mehr, Bannerstraße, VW Werk Banner, okay, und Spindelbaumweg, Zöndorfer Feld, okay. Naja, also bei den Bussen kenne ich mich jetzt da bei den Haltestellen nicht so aus, also die letzte sagt man wieder gar nichts. Ja, aber ein bisschen. Ja, und dann sind wir eigentlich eh schon bei der letzten Folie. Das, was ich euch noch kurz zeigen wollte, weil ich da Wikipedia aufgeschlagen habe, natürlich wieder alles aus Wikipedia. Ich mal, das ist das Einzige, was ich jetzt in der Präsentation vernachlässigt habe, ist die ganzen Bezeichnungen, wie unsere Wagen geheißen haben. Also da sieht man halt den ganzen Verlauf vor die O-Busse, was jetzt dazugekommen ist, was verschrottet worden ist, was in andere Länder ja, halt verteilt worden ist. Die ganzen Bezeichnungen haben wir jetzt geschenkt, weil das ist sehr viel Arbeit, das alles auszuschreiben. Darum habe ich halt diesen kleinen Absatz euch jetzt da aufgeschlagen. Die einen O-Busse, die ich noch weiß, sind von der Nummer 201 bis 219, die man da im letzten Absatz sieht, wo ich gerade da mit dem Cursor bin. Und da steht auch noch was ganz Interessantes, dass die Nummer 207, das kann ich mir ganz dunkel erinnern, dass der mal abgebrannt ist. Und der hat dann einmal als Ersatzteilspender gedient und ist dann auch in weiterer Folge verschrottet worden. Und es sind eigentlich alle Busse weggekommen auf einem Parkplatz, bis auf, da steht auch noch die Nummer 208, ist dann noch weiter verwendet worden als ein so eine Art Partybus. Ja, da sieht man noch ein paar Fotos. Aber wie gesagt, von derer Webseiten habe ich halt meine ganzen Informationen. Ja, und dann die letzte Folie, auch wie es in der Straßenbahnpräsentation war, die aktuellen Planungen. Fangen wir mal an. Es soll ja sehr viel noch dazukommen. Viele Linien wurden ja aufgelassen und durch bessere ersetzt. Da habe ich ja eh schon ein Dokument auf WhatsApp geteilt oder eine kopiert, weil es geht ja nicht auf WhatsApp. Aber Linie 13 zum Beispiel. Also das ist jetzt der Begriff der zweiten Schienenachse, Linie 13, Linie 14, 47 und 48. Das heißt, das sind Linien, die in Planung sind, die sollen noch in den mittleren oder späteren 2020er Jahren in Bedienung treten. Mühlkreisbahnhof zum Beispiel bis zum Bichinger See im 30-Minuten-Takt über den Hafen, die Industriezeile und Ebelsberg. Dann haben wir die Linie 14, fängt im Hafen an, endet im Enzfeld, da bei der Linie 2, auch ein Halbstundentakt über die Garnisonstraße, die Moosfelder Straße und die Traundorfer Straße. Dann haben wir wieder zwei O-Buslinien, die Linie 47, Mühlkreis Bahnhof Neue Welt im 7,5-Minuten-Takt und sogar bis Spitzenzeiten im 5-Minuten-Takt. Soll eigentlich ein Ersatz der Straßenbahn sein, dass sie die Fahrgäste ein bisschen aufteilen über die Eisenbahnbrücke und den Burgalplatz und Linie 48 von Karlhof bis zur Neuen Welt und sonst alles gleich wie 47. Ja, dann habe ich auch noch über ein Projekt gelesen, was ich noch nie so gehört habe, über eine Linie 194. Müsste dann fast von der Nummerierung eine Stadtbuslinie sein. Habe ich aber so noch nie gehört. Infracenter und Stadion, das zu einer relativ lange Linie werden für eine Stadtbuslinie und verläuft über die Wegscheiderstraße, über die Meixner Kreuzung und Leonding Zentrum. Das sind so mal die Projekte nicht verworfen, wie gesagt, sind noch in Planung. Ja, aber schauen wir mal, was wird. So, und genau, das war da die Präsentation von den Bussen. Das war ich euch noch schuldig und ich hoffe, jetzt kennt sich ein bisschen besser aus im Linzer öffentlichen Verkehrsnetz. Gut, dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.